Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 11. Folge von A Plague Tale. Innocence, wir sind hier in die Stadt eingedrungen, haben im letzten Part gerade am Schluss zwei Soldaten getötet und müssen uns jetzt den Weg zur Universität vorkämpfen. Vorsicht. Und ich... Letzter Aufruf! Auf Befehl von Großinquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Aha. Zu bleiben gedenkt, wird verhaftet und hingerichtet. Ja. Kriegsrecht? Ich kann's nicht glauben. Warum jetzt? Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Warum jetzt? Alkohol. Wunderbar. Ignifer habe ich 10 Stück, das ist beruhigend. Na dann entzünd mal das schöne Lämpchen. Das sehe ich mir besser an. Huch. Oh shit, der kommt hoch. Nein. Ah! Schlaf! Ah! Okay. Somnum muss ich wieder herstellen. Gut. Hätten wir das geklärt? Er schläft. Okay. Nehmt das mal mit. Die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Ich gehe mal hier nach hinten. Ja. Okay. Immer schön hier nach... Dazwischen geht das? Nee, das geht nicht. Okay. Ja, du musst dich halt nicht verbrennen. Aber jetzt... Ja, jetzt ist natürlich eine blöde Situation, ne? Kann ich hier rein? Nein. Oh. Warum kann ich denn hier nicht... Na, jetzt kann ich plötzlich hier durch. Ah, weil ich vorhin die Fackel noch in der Hand hatte. Oder den Zweig. So, jetzt verstehe ich. Ist hier jemand? Scheiße. Wie soll man bei all den Ratten hier in Ruhe die Sachen durchstöbern? Das sind doch diese Verdammte. Ich weiß genau, was Senior Nikolas mit Plünderern anstellt. Ha. Der rote Mönch sitzt warm und trocken in seiner Bastion. Und alle anderen machen das gleiche wie ich. Plündern. Ja. Ich verstehe schon. Nimm mal die Vase. So. Was war das für ein Geräusch? Das war gar nichts. Nein. Nein. Ich habe hier nur ein bisschen Devorantes für dich. Na? Oh, na? Nein. Keine Eindringlinge. So, Stein mitnehmen. Kopf mitnehmen. Und we now have a little bit of problem. Ah ne, ich kann hier was anzünden. Das ist gut. Ja. Dann machen wir das doch. Ja. Oh, die armen Leichen, du. Und hier noch. Oh, ein bisschen Schwefel. Okay. Geh ich mal hier nach hinten. Ja, nichts Besonderes. Kommen die Ratten hier nach hinten? Ah, nee, die können da nicht vorbeigehen. Das ist ja beruhigend. Wo ist denn da sein Kollege hin? Wer hat das gesagt? Kletter mal drüber, Amicia. Das gucken wir uns. Der letzte Aufruf. Ich hab dir doch gesagt, dass die Zeit drängt. Wer ist das? Aber was ist mit Vaters Sachen? Du hast doch gesehen, was sie mit den Leuten machen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Ja, das ist, Ja, gute Nacht.
Wisst ihr was? Ich habe ja gerade noch ein bisschen Steine, die ich ausgeben kann. Oh, hier muss man, für Devorantis muss man keinen Stein ausgeben. Doch. So, jetzt kann ich nämlich hier wieder 2 mitnehmen und dann habe ich wieder 10. Ist doch super, oder? Okay. Ja, das sieht schon nicht so toll aus, was hier läuft, ne? Das ist nicht schön. Pass auf! Amicia. Jei. Ah, hier hätte ich auch rauf können. Okay. Hier sind keine Ratten, dann geh mal runter. Ach, es geht nur mit der Leiter. Okay. Dann klettern wir halt nach unten. So, ja, Material. Jede Ecke muss man durchsuchen. Überall hat's Material. Und ein Zweig. Den ich jetzt sicher brauchen werde, habe ich das Gefühl. Sag mal, hier hinten. Nichts. Ah, hier würde es runtergehen. Aber was ist, wenn ich zum Beispiel da nach hinten gehen würde? Nee, da ist doch safe nichts. Ich gehe ganz kurz ein bisschen Luki-Luki machen. Was da sein könnte. Und dann laufe ich wieder zurück. Wenn da nichts ist. Nee. Ja, es wäre schon was da, aber... Muss ich jetzt nicht unbedingt gucken gehen, ne? So, lass fallen. Okay, na dann. Nach unten. Drecksratten, ey. Tja. Ich weiß zwar nicht, wo ich bin. Aber immerhin lebe ich noch. Ja. Immerhin. Bleib mit dir. Bleib da und sei ruhig. Was ist da los? Nein. Das ist mein Mann. Das war dein Mann. Für den ist es aus, also verzieh dich. Nicht allein. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Halt's Maul. Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott. Anna, ich bin ansteckend. Geh fort von hier. Hör auf ihn. Verzieh dich. Sofort. Oh Herr. Oh, ich bin diesen Scheiß so leid. Hätte mir das mal vorher einer gesagt. Ach herrje. Ja. Was zum Mitnehmen? Nein. Na, gehen wir mal rein in die gute Stube. Oh. Gott. Oh je. Yeah. Okay. Okay, er hat sich aufgehängt. Er hatte keinen Bock mehr. Ich muss die Ratten beschäftigt halten. Ja, dann... Ja, das musst du nicht leid tun. Er lebt eh nicht mehr. So. Geht mal weg. Nimm mit das Zeug. Nimm die Oh, scheiße. Oh! Nein, und jetzt bin ich tot. Nein, wirf das Zeug. Oh Gott. Oh, shit. Oh, okay, Somnum wiederherstellen. Luminosa wiederherstellen. Oh. Alright, und die Steine? Oder habe ich jetzt... Ah, ich habe 10. Okay. Oh Gott, aber wenigstens kann man im Notfall auch hier das Luminosa werfen. Das ist beruhigend. Das ist wirklich beruhigend. Oh, wann nimmt das endlich ein Ende? Wahrscheinlich nie, ne? Die Pest, sie hatte lange kein Ende gefunden. Ich meine, wie bei Corona können die da nicht innerhalb von einem Jahr eine gute Impfung... bereitstellen. Das lag damals leider nicht drin. Sie wurden alle hingerichtet. Oh. Oh, shit. Warum habt ihr das getan? Er war ein guter Junge. Sein Sohn ist hier, weil er Befehle missachtet hat. Er hatte Angst und ist weggelaufen. Wir wollten gerade losziehen. Das reicht. Siehst du die Toten da? Das nennt man Disziplin. Ohne sie sind wir nicht besser als die Ratten. Ohne uns gäbe es hier nur Chaos. Ich sollte nicht festnehmen, aber nicht mit mir. Geh, bete für deinen Sohn. Und wenn du schon dabei bist, auch dafür, dass die Inquisition dich hier rausholt. Wir Inquisition. So alle in der Hölle. Ja, ich nicht. Aber ihr von mir aus schon. Ja, was mit euch passiert, ist mir relativ
Schnuppe. Na, da bin ich ganz ehrlich. Ha! Da bin ich mehr als nur ehrlich. So. Okay. Gibt's hier irgendwo. Aber da sind so viele Ratten. Ich muss die ablenken, wenn ich da durch will. Ja, und wie lenke ich die ab? Eine Leiche runterwerfen kann ich ja. Guck mal, da sind schon Skelette. Wie soll ich die denn ablenken? Ah, doch. Eine Leiche runterschießen. Okay. Gut. Ach du heilige Scheiße. Das klebt. Hier geht. Ach du heiliger Scheißdreck. Okay. Das war mal ein Soldat. Jetzt? Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Ich kann da mal hier drüber. So, ja, guck mal. Hier kann ich mit... Och, du Scheiße. Nein, du hast nichts gesehen. Nein, nein, ich bin tot. Nein, ich bin nicht tot. Danke. Oh. Den habe ich gar nicht gesehen. Holy shit. Okay, geh mal hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mitnehmen. So. Nimm die Steine mit. So, braves Mädchen. Hier, der Vorantis, kannst wieder zwei herstellen, dann haben wir das wenigstens voll. Ja. Okay. Ich nehme den mal vorsichtshalber mit. Vielleicht. Ja, natürlich brauche ich das. Zünd an den Lachs und rein. Was ist da unter. Oh, nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Ja, nee, besser nicht. Wir gehen mal hier raus. Ja, mach du das. Halt fest da dran. Ach du Heiliger. Guck mal, liebe Ratten. Es leuchtet! Das hat wohl nicht gereicht. Aber da hinten sind die Stöcke. Dann muss ich das so machen mit Luminosa. Und direkt wieder herstellen, auch wenn es einiges kostet. So. Okay. Haben wir hier eine schöne Truhe. Was hat's denn hier schönes? Alkohol. Stoff und Schwefel. Alles, was ich brauche für noch mehr Luminosa. Gut, ja, ich muss zuerst den Kollegen da erledigen, ne? Dann nimm du mal eine Prise Devorantis. So. Und dann... Hopp! Tschüssikowski! Okay. So, jetzt... brauche ich den Zweig? Blöde Ratten. Oh. Und durchlaufen, Amicia. Schön brav durchlaufen. Und anzünden. Sehr gut. Und durch. Okay. Okay. Zwei Steine. Oh, da ist das Material da. Nee, ne? Nein. Das ist nichts. Dann gehen wir weiter. Ja gut, ich denke mal, das hier wird der Weg sein, wenn es geschafft. Der einzige ist. Oh, aber den Gestank werde ich nie vergessen. Ja, das. Das dauert ein bisschen, bis das aus den Kleidern ist, ne? Da. Musst du ein paar Mal waschen und gegen den Stein schlagen, das Zeug. Naja, was soll's. So ist das Leben. Man kann nicht alles haben, Amicia. Die Universität. Na bitte. Weiter. Wo ist denn die? Ach so, ja, ich bin ja fast da. Lul. Okay. Der Friedhof. Er liegt auf dem Weg. Willst du wirklich da lang, Amicia? Weiß ich nicht. Willst du das?
wissen, wenn Melly jetzt hier wäre. Hier muss es doch noch einen anderen Eingang geben. Ja, ich denk mal schon. Was haben wir hier? Ich muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie drehen. Lichtstrahl. Nicht ah. Der Großinquisitor macht eben keine halben Sachen. Ah. Okay. Das ist eine Lampe. Auch gut. Oh, aber da hinten waren noch Materialien. Scheiße. Die will ich mitnehmen. So, dreh mal das Zeug. Oh, ich kann die nicht verbrennen? Ah. Ah, okay. So, lauf mal durch hier. Nimm mit. Schwefel und Alkohol. Ganz, ganz wichtig. So. Und dann nach drüben. Kann ich die nicht kaputt machen? Nee, die sind dann alle auf einem... LOL, die gehen durch das Licht hindurch. Mich verarschen. Blöde Tiere. Ich dachte, die kann man so vielleicht töten. Aber nein, das wäre ja zu einfach. So, ein Kontrollpunkt. Sehr gut. Nein! Truhe. Zuerst an die Truhe, bitte. Komm schon, Kumpel. Nur ein paar Münzen. Nein. Was nein? Oh. Ja, ein Werkzeug. Super. Jetzt habe ich 4 Werkzeuge. Und kann nichts upgraden. Hier fehlt mir Alkohol. Alkohol. Salpeter. Alkohol, Salpeter. Das ist alles, was mir fehlt. Okay. Dann muss ich jetzt mal ein bisschen geduldig sein. Mit Sachen herstellen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.